Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Schlimm du schießt, auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Bier. Bier. Oh, scheiße, jetzt habe ich das Falsche. Was sollte ein Dorflümmel auch sonst wollen? Was darf es denn sein? Was ist mir nicht böse, okay. Der Deutsche redet Bockmist. Der Deutsche schwingt wieder reden. Ach, fang nicht mit dem an. Er ist ein guter Kunde, aber wenn es um Politik geht, ist er unerträglich. Krass, sogar so kommen sie. Wie oft ich ihn und die anderen schon rauswerfen musste, damit sie sich hier nicht prügeln. Nun, er ist heute außergewöhnlich gut in Form. Also, ich brauche Bier. Aber Vater sagt, dass ich zuerst zu Kunesch muss. Verstehe. Oh, stimmt. Solltest du dann nicht genau das tun? Ja, ich das muss stimmt. erst Kraft schöpfen, indem ich in dein wunderschönes Gesicht blicke. Heinrich, du Possenreißer. Okay. Dann fangen sie zuerst zum Was? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Das ist übrigens Schleichen. Da drücken wir jedes Mal drauf, das ist natürlich nicht gut. Wir müssen gucken, ob wir das jetzt schaffen da. Wo ist jetzt? Ich muss mich wirklich noch dran gewöhnen, es ist so komplex. Es ist wirklich komplex. Treibe Kunesch Schulden ein ist C. Okay, jetzt gehen wir zu C. Das sind wir. Ja, das bin ich, hey, wahrscheinlich. Gehen wir zu C. Nein, nicht deaktivieren. Marker setzen, Marker wegnehmen. Ah. Ah! Zeigen. Scheibenkleister, ich kann es nicht merken, es ist so schlimm. Keine Minimap hast, ist das so ungewohnt? Okay, es ist verkehrt, aber. Was ist da hin? Was will ich über? Zum Kunesch. Mal schauen, ob wir das herbringen. Was ist das? C. Hier. Da. Kolleg. Gott sei mit dir, Kunesch. Was willst denn du? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Hey. Was machen wir? Sind wir nicht genug stark, dass wir den Tag prügeln können? Der Vater wird verrückt, wenn wir wenn wir ohne Nessel beides zahlen. Es ist schließlich ein schwer verdienter Geld, wo da zahlen. Ich wusste, du würdest Ärger machen. Vater meinte, er würde dir die Nägel in deinen haarigen Arsch hämmern, wenn du nicht zahlst. Das will ich sehen. Scher dich zum Teufel, sonst kann dein alter Herr seine Nägel aus dir rauspulen. Nein. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Ich versuche es mal mit Nazi. Schnaps ist dieser Tage teuer und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Das ist richtig. Du Hurensohn! Wie kannst du fertig, mit mir zu reden? Jetzt langt's. Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren! Also, das ist jetzt interessant. Also R2 Schlag. R1 Stich, schneller, schwächer Angriff. Das ist sehr gut. R3 ist Zielfokussieren. Das habe ich. Okay, Zielfokus beenden. L1 blocken. Ihr seht, das ist sehr kompliziert. Gegner. Der Indikator zeigt an, wie viel Gesundheit der Gegner noch ungefähr übrig hat. Es ist sehr klein und man muss sehr gut drauf schauen. Je schwerer er verwundet ist, desto langsam greift er an und reagiert. Nazis Handy versucht er möglicherweise zu fliehen oder gibt sich deine Verletzungen. Symbol, das Aufschluss darüber geben, an welcher Stelle du verletzt bist und ob du blutest. Das habe ich gestern auch nie geschnallt. Angriffsrichtung mit R wählen. Also gut, gestern habe ich gegen Gegner gekämpft, die viel, viel, viel stärker waren als ich natürlich. Wenn man gegen Wachen ist es natürlich keine Chance, die machen dich kaputt. Angriffsrichtung mit R wählen. Du kannst
nicht aus einer ausgerollten Richtung angreifen. Das heisst, wenn man in einem, das habe ich im Video gesehen, letztes Mal, wenn man in einer Dings innen steht, in einem engen Raum und man ist gegen eine Wand gelehnt, mit rechts oder mit der linken Schulter, kann man diese Dinge nicht brauchen. Das ist also wirklich sehr, sehr, sehr eine heikle Sache. Ausdauer trifft der Gegner auf, trifft der Angriff von einem Gegner auf Rüstung oder du blockst ihn, kostet das Ausdauer. Ist diese vollständig verbraucht, kannst du dich nicht mehr verteidigen und wirst verwundet. Deine Angriffe verbrauchen ebenfalls deine Ausdauer, insbesondere die mit einer schweren Waffe. Ja. Gesundheit schützt du dich schlecht gegen und ist deine Rüstung unzureichend, werden die Treffer verwunden. Schwere Wunden führen zu tödlichen Blutungen. Wenn du nicht unternimmst, je schwächer die Gesundheit, desto niedriger ist deine maximale Ausdauer. Okay, also ihr seht es, sehr komplex und so. Wir probieren es einfach einmal, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich blocken. Okay, allein ist blocken. Okay, gut. Komm. Rutscht. Oh, das ist okay. Oh, alle ist blocken, Doppel. Ist er noch falsch? Ist er noch. So gut. Oh. Du Grusige. Oh ja, keine Ausdauer mehr. Fuck. Komm. Gibt's ja nicht. Na schön. Jetzt bist du tot. Oh, er hat jetzt gesessen. Komm. Hey. Hey, komm. Komm. Oh, nicht oben, hä? Oh, warte, das ist jetzt... Der Lichtangriff ist der gewesen, genau. Er hat das gesessen auf die Nase da, hä? Komm. Sie hat immer noch sehr viel, sehr viel. Oh, der hat gesessen. Komm. Ah. Kommt er? Wir sind nicht mehr. So, okay, komm. Sicher. Aua. Von einer anderen Seite angreifen. Ah, kann ich nur so? Nein. Schon, hä? Mal. Oh, er ist jetzt genutzt. Ah, komm. Es ist jemand langsam. Ah, langsam. Ah, genau. Das stimmt. Je mehr, also im Grind blüht und auf weh hat, desto besser kann ich ihn beurteilen. Aber jetzt geht. Hey, hey, hey. Mal ein Shooter gewinnt. Komm. So, genau. Okay, jetzt habe ich sie gerade langsam abgedossen. Baff, baff, komm. Oh, so okay. Nein, nein, was? Nein. Geschieht dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Fuck, wieso? Nein. Du kannst die Gesundheit stets in der roten Leiste unter anderem. Auch gehalten, die Menge an Gesundheit ist gleichzeitig die maximale Menge
an Ausdauer. Und schon ist es weg. Das ist jetzt schade. Das ist jetzt wirklich schade. Jetzt haben wir es vergiegt. Shit. Weil wir nicht auf Stärke sind gegangen am Anfang. Ich kann jetzt nicht etwas essen und dann ist wieder gut. Essen. Geht es mir jetzt schon besser? Okay, ist zu wenig gut. Mist, verflucht. Ist die Quest gescheitert? Wir schauen schnell, ob die Quest gescheitert ist. Okay. Da so die Seite scrollen. Ja, Mist. Optional, geh zu deiner Mutter. Ah, jetzt muss ich sogar klauen, oder was? Super gut, okay. Wir gehen zurück zur Mutter und ob wir die Nägel bekommen, das finden wir jetzt gleich raus. Eine Stunde und zwei Minuten zeigt mir der Timer an auf dem Aufnahmeprogramm. Wir gehen noch schnell verarzten. Es hat leider nicht geklappt, weil der Gegner stärker war als mir. Und weil ich nicht so guter Kämpfer bin und weil es ein sehr kompliziertes. Hallo, Papi, ich kann wieder mit. Ja. Und weil ich ein LOL bin und es nicht checken. So. Aber es ist nicht so tragisch. Wir gehen es verarzten und dann können wir probieren wir es auf eine andere Art und Weise noch einmal. Ich gehe davon aus, dass wir nicht auf die Stärke gespielt haben und wegen dem. Jetzt ist es nicht so geklappt. Ach, Herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. So, hat man es jetzt nicht gehört. So gut wie neu. So eine... Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Ah, okay. Dann kann ich mich unterweisen in dem Fall. Gut, danke vielmals, Mama. Und man sieht sich. Das Spiel kommt jeweils raus. Jeden Tag ab sofort. Ich hoffe, ich kann es eure Zukunft einhalten. Ich gebe mir Mühe, so viel wie möglich aufzunehmen und so schnell wie möglich zu schneiden. Und ich versuche wirklich, dass das Spiel, es ist das einzige Let's Play, das ich noch habe. Dank den Jungs im Geekstübli haben wir es jetzt zum Glück ein bisschen die Bütz aufteilen. Das wäre es schon gewesen für die erste Folge. Dabei kommt mir jetzt gut in den Sinn. Wahrscheinlich wird es so sein, dass ich einfach zwei Folgen gleichzeitig werden veröffentlichen, wenn nicht sogar drei am Anfang. Wir sehen es dann noch. Ich weiß es noch gar nicht. Aber das werdet ihr früh genug erfahren. Okay. Tipptopp. Ich danke für zuzuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Merci. Nicht vergessen, das Geekstübli auf allen möglichen sozialen Kanälen zu liken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es selbstverständlich sehr gerne und bitte auch ein Abo dalassen, wenn ihr das schon gemacht habt, das Video liken und vor allem kommentieren, was das Zeug hält, wie euch das Spiel gefällt etc. Und jetzt bin ich immer noch länger geworden als ich wollte. Ich wünsche, merci vielmals, tschüss, bis später.